Hallo und grüße wohl zu einer neuen Folge von The Long Reach hier auf Bild. In der letzten Folge habe ich es ja schon angedeutet. Ich wusste einfach nicht weiter, habe mir dementsprechend ein kleines Wall zu angeschaut, bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind und einen Schritt weiter. Und es hätte einfacher nicht sein können. Da wäre ich, hätte ich eigentlich selber drauf kommen müssen. Wir müssen nämlich hier die Brechstange nutzen und den Fahrstuhl aufbrechen. Ich muss auch gleich dazu sagen, ich habe das Walkthrough dann nicht weitergeschaut, weil ich wollte mir nicht selbst die Spannung nehmen. Ich habe jetzt wirklich nur geschaut, wie wir jetzt hier weiterkommen. Und das ist mit der Stange hier, als ich das gesehen habe, ist sofort wieder ausgemacht. Das war ein YouTube-Video gewesen. Und deswegen geht jetzt für uns hier das Abenteuer ganz einfach weiter. Los geht's. Ja. Genau so, nämlich. Eigentlich total simpel, aber naja. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Was ist das hier? Ich komme nicht wieder. Scheiße, nein, nein. Nee, stopp, Lampe habe ich hier. Hier ist nix. Hier ist eine Tür. Wo geht's hier hin? Oh, wir sind draußen plötzlich. Es schneit, okay. Hier können wir runter, so wie es aussieht. Dann gehen wir mal. Und wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Schön. Was passiert denn jetzt? Ist das Spiel beendet, oder? Oh nein. Hilly Billy, deiner? Die Musik gefällt mir. Dum, 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 dum. Nee, doch nicht. Ah, oh, da sind wir jetzt hier. Ah, okay, wie sind die jetzt hier? Sieh einer an, wir haben die 13 besten Pfannkuchen im ganzen Land. Okay. Hier geht's nicht weiter. Und mit ihm können wir uns unterhalten. Auch nur unterhalten, okay, dann unterhalten wir uns mal mit ihm. Roger, ich sag dir, Mann, es ist alles scheiße. Kellner. Dir auch einen guten Abend. Die Arbeitsmoral. Ich habe schon seit Jahren keinen guten Publisher mehr gesehen. Kennst du einen? Ich arbeite im Diner. Klar doch, er haut mich durch die Hintertür ab. Er haut immer durch die Hintertür ab, sobald er dich hört. Was ist passiert, Roger? Na komm, wir sind freundlich. Der hier glaubt, Werbung zu texten wäre das gleiche wie kreatives Schreiben. Und warum ist das schlimm? Wir sind immer noch freundlich. Es ist nicht das Gleiche, komplett verschieden. Wir benutzen das ganze Lexikon. Die benutzen die zensierte, geschnittene und lobotomierte Version. Klingt nach Mimimi. Klingt, als hätte er recht. Kannst du mir ein Beispiel geben? Wir sind nach wie vor nett. Wir wollen ja auf Trinkgeld hinaus. Kannst du mir ein Beispiel geben? Na, du weißt schon. Keine Eloquenz, nur simple Wörter. Hat er nicht. Ich bin der Autor, ich bin der Künstler. Es ist meine kreative Vision, die vielen Leute sehr viel Geld eingebracht hat. Welche? Ein Tentakel auf Abwägen, Mordspaß, verrückte kleine Viecher, such dir was aus. Was machen wir? Wir machen mal Mordspaß. Psychologischer Horror, Mann. Bis heute machen sich Leute dabei live im Internet die Buchse voll. Obwohl es eigentlich saukomisch ist. Wer ist er, mir zu sagen, dass meine Wortwahl nicht genug ist? Ja, du warst früher schon lustig und so. Vielleicht bist du ausgebrannt. Weißt, wenn du ein Arschloch bist, das nach New Hampshire gezogen ist, weil jemand ein Museum über dich gebaut hat. Na, vielleicht bist du ausgebrannt. Der klingt mir so ein bisschen melancholisch, depressiv. Willst du den Trinkgeld aufs Spiel setzen? Das hatte ich eigentlich jetzt versucht zu vermeiden. Du gibst eh kaum welches. Bestellst du jetzt was? Hier sind nicht viele Leute. Ich könnte für dieses Etablissement überlebenswichtig sein. Nachts kommt niemand außer dir. Das hier ist ein deiner Mann. Ich bin ein zahlender Kunde, oder etwa nicht? Oh, das sind wir jetzt, ne? Hey, Weißkittel, willst du die Speisekarte erforschen? Was Besseres fällt dir nicht ein, Roger? Du bist professioneller Witzeschreiber, Roger. Komm, wir nehmen das. Stuart, Telefon. Ich brauche ein Telefon. Ich muss zu einem Telefon. Ich muss Hilfe holen. Telefon hat Hilfe. Telefon hat Hilfe, wow. Wir haben schon seit 2010 keins mehr. Da steht die Blue Box.
Lügner. Scheiße, sie sind hier. Sie kommen mich holen. Wer denn? Huch. Oh Gott. Da ist eine Katze. Ja, die macht sich erstmal sauber. Können wir jetzt hier weiter? Nee. Ich sage Barbiturat. Was? Ah, genau, was? Nein, das war nur ein Spiel, das wir in L.A. gespielt haben. Haben Sie in L.A. auch was bestellt? Auf der Jammer? Nein, komm, wir nehmen das. Na gut, das Übliche. Hätte es wissen sollen. Selbstverachtung mit einem Schuss Narzissmus und ADHS? Schicke Worte für einen Kölner. Hoho, Studentenkreditratscher. Ich sollte nach dem Weißkittel sehen. Kellner, warum? Lass ihn mal sein Geschäft machen. Dein Gejammer wird ihm nicht helfen. Na komm, warum? Er sah ganz zerrüttet aus. Na gut, ich sehe nach. Bleib sitzen und streichel die Katze. Ich gehe schon. Ich glaube, die Katze ist gerade mit sich selbst beschäftigt. Alter, alles in Ordnung? Ja, werden wir gleich sehen. So. Welche Tür müssen wir jetzt eigentlich das nehmen hier? Oh, hier, Ghostbusters. Ghostbusters. Gehen wir erstmal in die Tür rein, oder? Hier? Gott, bist du erschrocken. Hallo? Das Ding geht nicht zu. Perfekt für eine Situation. Ah ja. Ups. Die Kopf sind unterwegs, Arschloch. Du bist erledigt, Alter. Ich hasse den Kerl. Okay. Ja, ein Weg nach draußen. Was haben wir hier? Oh, Kleidung. Das ist daneben, so daneben. Okay, jetzt haben wir uns verkleidet. Warum schließen die Leute immer alles ab? Ich dachte, das hier ist ein gutes Viertel. Ja, dann kommen wir und... Du kannst nicht entkommen, die knallen dich ab. Oh Gott. Ah ja. Dann denke ich mal... hier, die Pflanze, was ist mit der? Spinnschlüssel, Hier, komm, was haben wir hier? Das dürfte nützlich sein. Was haben wir, die Netze? Schraubenzieher. Wie soll das bitte helfen? Verdammt, das geht nicht auf. Vielleicht der Schraubenzieher? Ah, jetzt. Okay. Na bitte. Wir haben wieder eine Errungenschaft. Das seht ihr jetzt bloß gerade nicht. Ist aus dem Bildschirm. Gefallen. Okay. Und wir laufen. Passiert jetzt hier irgendwas? Nee. Aber wisst ihr, was total lustig ist, was mir gerade auffällt? Huch. Oh Gott. Hat erschrocken. Nee, was mir gerade total auffällt. Verehrte Bürger. Hier spricht die Präsident. Was ich sagen wollte, was mir gerade auffällt, der sieht ja fast genauso aus oder so ähnlich zumindest wie in der ersten Folge. Der eine Kerl, der in diesen Laden da diesen Anfall hatte und dann und uns dann zerhackt hat. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Wir gehen mal weiter. So sieht er ja schon. Oh Gott. Erschrocken. Was ist denn hier los? Ach du Schreck. Hallo? Hier spricht die Präsident. Ja, was erzählst du uns denn? Es ist eine schwere Zeit für unser Land. Ja, das sehe ich im Hintergrund. Es tut mir leid. Was tut dir leid? Wir haben es versaut. Das würde der Präsident so nicht sagen. Also irgendwas stimmt hier gerade nicht. Wie? Ja, was wie? Alles, was sie gehört haben. Oh Gott. Er hat Bürger. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Simons Corner. Hier geht's rein. Ach, hier ist sogar der Laden. Schaut mal. Oh Gott. Ja, stimmt hier.
War ja alles nur für die Leiche hier. Ich bin schon weggeschleppt, aber hier ist... Oh Gott. Ein Radio? Stuart. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Sie können uns alle retten. Oh Gott. Töten Sie... Oh Gott. Oh Scheiße. Was ist hier los? Oh Gott, was ist denn jetzt los? Hä? Das sind wir ja. Nein. Ach, hör doch auf, jetzt echt? Echt jetzt? Das ist gerade so ein kleiner Mindfuck. Was war denn das? In der allerersten Folge, das muss ich ganz nochmal Revue passieren lassen. In der allerersten Folge waren wir doch der, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, wollten wir Shelly Schluss machen, sind in den Laden rein, den wir gerade gesehen haben. Und da war noch ein Kerl, der hat einen Anfall gekriegt. Und in der Zwischenzeit waren wir hinten im Lager, haben das Telefon benutzt zum 911 rufen, also Notruf, sind wieder zurück, waren alle abgemurkst. Wir kommen da hin und plötzlich verfolgt ja uns der Kerl und zerhackt uns in der ersten Folge. Wir waren der Kerl, gerade eben. Es ist sprich, alles, was wir jetzt vorher in diesem Forschungslabor erlebt haben, die ganzen Folgen, spielte alles vor Folge 1 mit dem Laden. Und wir haben jetzt, oh Gott, wir sind wahnsinnig geworden anscheinend. Verdammt, das ist ja jetzt mal... Wow. Ich brauche einen Schuss. Um Gottes Willen, wir sind drogenabhängig. Wir sind immer noch wir. Oder? Hallo? Oh Gott. Hier ist die alte Omi. Hier ist die Alice, glaube ich. Oder sind wir einfach nur drogenabhängig? Und träumen den ganzen Quatsch. Was war das jetzt hier nochmal? Ich brauche einen Schuss. Stuart, hey Alter. Junkie. Alter. Hast du was? Na gut, ich nehme es mir einfach. Substanzen. Der Typ ist an einem besseren Ort. Okay. Ich kann nicht gehen. Bei meinem letzten Versuch habe ich noch einen umgebracht. Haben wir das jetzt die ganze Zeit geträumt? Mitzwillen. Das ist doch Shelly, Stuart, ich habe dich überall gesucht. Scheiße, was machst du hier? Habe ich dich auch getötet? Wo zur Hölle bist du? Was soll der Gürt? Nimmst du Drogen? Ich ertrage es nicht mehr. Ich habe Dinge getan. Ich will vergessen, was ich getan habe. Alkohol wirkt nicht mehr. Wie dem das Erste? Musst du nicht. Es gibt eine Methode, Alan zu debuggen. Ich benutze sie gerade. Alan? Dieses Ding gibt es wirklich? Das klingt nicht nach Realität. Verdammt, das ergibt keinen Sinn. Ja, das ergibt auch keinen Sinn. Schon für mich schon gar nicht. Mehr oder weniger. Das ergibt keinen Sinn, mehr oder weniger. Ich habe diesen Alan in jedem Altraum gefunden. Er vergiftet die Köpfe und der Leute und verwandelt sie in Psychopathen. So anscheinend auch uns. Ich habe mich um ihn gekümmert, aber ich weiß nicht, ob die Geschichte damit vorbei ist. Maxwell hat Mac getötet. Was? Warum? Alle mochten Mac, ihre größte Wahl, unglaublich, ja. Ja, gib den ollen Maxwell die Schuld. Was? Warum? Komm hier, das hier.
Ich war in seinem Altrum und er war völlig verrückt. Okay. Bevor ich mich um Ellen gekümmert habe, war er wie ein Tempel für ihn. Danach, die Weltuntergang auf Steroiden. Er hält sich für eine Mischung aus Entrückungsinstrument und spanischer Inquisition. Also Richter und Henker in einer Person? Er betet also jemanden an, das machen Millionen von Menschen. Er zwang Mac, etwas zu trinken. Sie starb in ihrem eigenen Erbrochenen. Ich habe ihm Farbe gegeben, damit er mich durchlässt. War Mac sein einziges Opfer? Komm, wir nehmen das hier. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Ich glaube, ich habe nicht mehr viel Zeit, Stuart. Ich bin müde, hungrig und dehydriert. Noch ein Tag und ich bin tot. Bitte komm zurück und hilf mir, das hinzubiegen. Oh Gott, der andere guckt sich schon an. Du lügst schon wieder. Calvin? Nee, komm, du kennst ihn. Warum ist er hier? Was interessiert dich das? Warum ist er hier? Ich habe Menschen getötet. Was hast du getan, Stuart? Ich habe mit ihm ein paar Mal den Rückgrat gebrochen. Ich wollte ihn nicht töten. Wir wollten eine Woche heiraten. Ach hier, das ist der aus dem Laden. Wir wollten heiraten, Stuart ist jetzt... Oh Gott, hab ich's erschrocken. Meine Güte, mach doch sowas nicht mit mir. Ich hasse es. Habe ich die Taschenlampe oder so? Nee. Oh Gott, nee. Also, dunkle wieder so ein Scheiß, auf keinen Fall. Ich muss die Kopfhörer wieder abnehmen. Anscheinend muss ich ja jetzt hier irgendwie. Also hier ist nix. Ich glaube, ich bin einfach bloß ein Junkie, der auf einem schlechten Trip ist. Ohne Scheiß. Oh Gott. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hä? Ellen, nicht real, nicht. Das ist Ellen. Ein Ritter? Shelley, das ist nicht lustig. Shelley kann ich nicht hier sein. Sicherer Ort. Shelley hat das versucht, sie konnte nicht. Dieser Raum ist uneinnehmbar. Schlechte Nachrichten, sie ist realer als du, sagt der Ritter in strahlender Rüstung. Shelley, kann ich endlich wieder zurück zu meinen Drohungen? Schlechte Nachrichten, sie ist realer als du, ja. Das hier ist real. Wenn sich nichts im Raum befindet, kann sie nichts verwenden. Es ist sicher hier, du bist sicher. Oh Gott, Mann, erschreck mich doch nicht so. Sicher? Wirklich? Ich dachte, du bist schlau, Ellen. Was tust du, Shelley? Ich weiß, dass es hier nicht real ist, Shelley. Komm, das wissen wir auch. Ellen, bitte aufhören. Das muss nicht sein. Halt die Klappe, Blechbirne. Stuart, möchtest du wissen, was passieren wird? Schieß los. Oh Gott, jetzt wirklich schieß. Ihr werdet alle verrückt werden. Ihr werdet euch umbringen. Das bezweifle ich. Shelley, es ist ziemlich offensichtlich, dass das hier nicht real ist. Es ist schwer, Halluzinationen zu ignorieren, wenn man nichts anderes sieht. Und ich habe viel über diese Albträume gelernt. Oh Gott, was ist denn das? Ich hätte die Menschheit so viel besser machen können. Kannst du dir das vorstellen? Was ist denn das? Wenn wir mehr Geld für Vorsichtsmaßnahmen hätten. Wenn wir nicht an unseres Selbsthex, was an uns selbst herum experimentieren müssten. Mhm. Oh Gott. Ich war bei den Meetings, ich habe die Gesichter unserer Investoren gesehen und ich erschrecke mich. Militärs, Politiker, Pharmaunternehmen, alle, ich habe den Kommunismus vermisst. Kommunismus, mit dem wir sie hätten besiegen können, das knallt bestimmt gleich wieder. Und ihnen dann das Gute einzusetzen, aber nicht jetzt. Oh Gott, was? Hä? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Es wird uns nicht reich machen. Es wird Amerika nicht wieder großartig machen. Aber es kann unser Dasein in eine Hölle verwandeln. Wenn du nicht schlau genug wärst, zu verstehen. Wenn du wenigstens versuchen würdest, zu verstehen. Oh Gott. So, und wo bin ich jetzt? Ich sehe hier nicht mehr durch. Hier ist nix. Wenn das wieder so knallt, dann werde ich verrückt. Okay. Oh nein.
Ist das deine Mutter, die hört? Ich weiß, dass sie nicht real ist. Ich bin in einem Krankenhaus. Wie könnte sie real sein? Ja, wir nehmen das. Natürlich ist sie das nicht. Ich bin kein Monster. Ich bin nur unempathisch. Wow. Ist sie das? Bitte sie selbst. Ja, sie ist es. Worauf willst du hinaus? Sie ist nicht real, aber sie sieht so aus. Wir nehmen das. Wir sind immer noch auf der... Wir wissen, dass wir nicht in der Realität sind. Darf ich sie anzünden? Was? Nein. Das ist meine Mutter. Natürlich nicht. Wir nehmen das Erste, weil wenn wir sagen, das hier, dann stehen wir ein, dass es doch vielleicht real sein könnte. Was? Nein. Verdammt, wenn ich doch nur kontrollieren könnte, was du siehst. Oh, warte. Heilige Scheiße. Eieieiei. Ich weiß, ich weiß. Kannst du die Hitze spüren? Kannst du riechen mit deiner Mutter? Oh, was ist das? Shelly, was bist du für eine Verrückte? Möchtest du sie mit einem Wasser löschen? Es wäre aber kein Wasser, es wäre Säure, die Wasser riecht. Hast du eine Freundin? Ist sie das? Huch. Sag ja, du Stück Scheiße. Jetzt wird's aber unfreundlich, ich verdrückt. Ich habe keine Freundin. Wenn ich eine hätte, würde sie so aussehen. Ich habe keine Freundin. Los, komm. Natürlich ist das nicht deine Freundin. Es ist deine Mutter, oder? Tada. Wow. Getrollt. Das wäre sehr verwirrend im Bett, was? Ja, tada, ja wirklich. Vor lauter Angst konntest du gar keinen hochkriegen. Wow. Oder das Gegenteil tritt ein. Ödipus-Komplex oder was? Du wirst deine Mutter begehren. Du kannst die Hölle hinnehmen. Du kannst in der Hölle leben. Kannst du leben, ohne zu wissen, was real ist und was nicht? Hier sind wir wieder in unserem Crackhaus. Ich meine, ein Crackhaus? Hast du das einfach so gefunden? Hast du die Drogen einfach so bekommen? Oder wolltest du dir nur Abflussreiniger ausbauen? Ich gehe jetzt. Du hast meine Geliebten getötet, aber wenn du zurückkommst und diese verdammte Maschine ausschaltest, lasse ich das durchgehen. Wenn nicht, ich schwöre bei Gott, wenn du nicht hilfst, töte ich dich mit meinem letzten Atemzug. Komm zurück. Oha. Das wird ja immer schlimmer hier. Es hilft nichts, die Erbdrücke verschwinden nicht mal mit Drohung. Ich muss Rickel und Alan, Maxwell und Shelly aufhalten. Ich muss mich beeilen, bevor ich wieder töte. Okay. Hier, die gute Dame hier ist weg. Ist das hier mein Haus? Die Leute sind hier auch weg. Ja, okay. Hier passiert anscheinend nichts weiter. Was habe ich denn eigentlich hier noch dabei? Ein Heilmittel für diese Albtraumsubstanzen. Okay. Noch eine Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Jetzt sind wir wieder draußen. Eigentum von General Education. Nicht betreten. Es ist nicht der Rubicon, aber ich betrete Eigentum von General Education. Eieieiei. Okay. General Education mit Köpfchen für ein besseres Amerika. Okay. Dieser Sicherungskasten ist übel verrostet. Unser Hausmeister ist wirklich faul. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass hier noch was sein könnte. Oder? Okay. Geht nicht. Das heißt, wir müssen hier rein. Was uns aber drin erwartet, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gehabt. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, als lasst es gut gehen. Macht das Beste aus eurer Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.